Dann nehme ich mal direkt eine Bude von ihm hier, oder? Baumsteiger oder was? Boah, endlich weg hier. Ja, die zieht ordentlich. Geht's allen gut? Ja, aber dafür seid ihr gehackt. Retro, hast du Lust, Primate-Infos zu klauen? Nein. Und, hast du was für mich? Einer der Lakaien ist in deiner Umgebung. Hack dich da mal rein, aber lass dich bloß nicht erwischen. Ich finde es nervig, dass... Warte mal, Einstellung, Online-Session beenden. Ja. Was? Ich will hier erstmal nicht online spielen. Sprachchat Lautstärke, das ist erstmal Wayne. Jetzt muss ich es aber noch beenden. Nein, nicht! Doch. Ich habe genug eigene Missionen. Ich weiß nicht, ob ich diese Online-Sessions überhaupt mal mitmache. So, die sind ja abgeschlossen hier. Hack und weg. Achso, das ist hier im Hackerspace. Wir müssen zurück ins Hackerspace. Aber wie komme ich da hin? Was haben wir denn hier noch? Motocross. Ach, so Rennen gibt's auch noch. Oh, Rennen finde ich immer schwierig in solchen Sachen. Das ist so ein... Ach ja, da sind wir doch. Nee, noch will ich die Schnellreise nicht machen. Aber er hat es irgendwie nicht gerade übernommen. Doch. Falsche Richtung. Und ist ja immer noch hier. Boah. Alter. Ich fast nur die Alte überfahren. Hui. Wenn du denn echt so Geld machen könntest, ne? Rumfahren und Leute hacken. Immer so 40, 50 Euro. Das wäre krass. Ich würde nur noch Bargeld mit mir rumtragen. Komm schon, fahr hin, Mann. Oh, jetzt hätte ich mal die Ampel hacken können. Alter, das geht so ab, ne? Oh! Hui! Heftig! Das meinte ich, ich muss dann immer bremsen. Und dann komme ich auf die Hupe, weil ich das dann so krass rumreiße, das Steuer. Oh, ein Hündchen. Ist da nichts passiert? Ich bin mir nicht sicher. Oh mein Gott. Ups, sorry. Geh aus dem Weg. Was ist mit dir los? Das kann ja bestimmt nicht da rein, oder? Versuchen Sie nicht zu fliehen. Yo. Weißt du was? Komm schon! Was, dein Knüppel? Du bist ganz schön pervers. Da waren da echt gerade Bullen. Oder ich weiß nicht, ob es Bullen waren. Klang halt so. So, warte mal, was sagt denn mein Geld? 38.000. Wo war das? Dieser 3D-Drucker hier, ne? Genau. Boah, kann ich mir noch nicht leisten. Na gut. Dann reden wir mal hier mit der Sinatra. Hinter den Kulissen sieht es verdammt krass her.
Das weißt du, sonst wärst du nicht hier, oder? Kann man so sagen. Okay, wir haben dich hier. Follower laden unsere App. Wir machen das Zeug publik. Wird schön, endlich mal zu sehen, was zum Geier da los ist. Okay. Ich sollte irgendwas hacken. Ach so, warte mal, da ist da auch noch ein HQ. Warte mal, wir quatschen mit dem hier noch. Mit Branch. Ah, er hackt's gerade, wie es aussieht. Yo, Marcus. Hast du den Trailer für den neuen Ginny Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht darauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, Gottverdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Das ist Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Ja, sehr einfallsreich. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normaler KI-Auto. Ich denke, ist nächstes Mal brauchen wir eine höhere 2.0. Firewall, Mann. Cyberdriver. Ja, ihr seid voll die Fans. Sprechendes Auto. Gib's so, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Jo, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. Ja, wenn das so ist. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Einfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Ja, das geht doch in die richtige Richtung. Gefällt mir. So, trotzdem, was sagt jetzt mein Geld? Hat natürlich nicht mehr gebracht gerade. Warte mal, HQ. Ich quatsch mal hier nochmal so. Also dieser Von Devon ist ein Rennfahrer, dessen Freund ein KI-Auto baut. Der Wissenschaftler wird von einer Killerin umgelegt. Und irgendwo da drin müssen ein paar Hacker vom Auto gerettet werden, bevor sie den Präsidenten gefährden. Der Film klingt total logisch. Ja, finde ich auch. Naja. So, das hatte ich ja alles schon gecheckt hier, ne? Ich habe jetzt keinen Bock, mit denen zu reden weiter. Ich dachte, da kommt nur irgendwie was, aber die Tipps, die kriege ich ja so oder so dann noch. Mal sehen, ob die hier oben weg sind. Das dauert ein bisschen lange, hier reinzugehen in das Hackerspace. Mich wundert, dass das vorhin überhaupt ging, als sie mich ja gesucht haben. Nur weil der Alten mal eine Schelle verpasst hab, ey. Die stand im Weg. Oh, es ist dunkel draußen. Ui, 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 ui. Mein Auto ist auch weg. Ah, das gab's aber früher schon, das Problem. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen. Cool, deine Worte. Hab ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du wirst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Ja cool, wir bräuchten irgendwo noch so Geldpakete. Ich werde das nie
Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Oh, das waren... Dass sie DedSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Keine Ahnung. Ja, was haben wir denn da? Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen. Fundhaus. Oh, okay. Alles klar. Nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. $80. Das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Ab durch den Tunnel! Boah, das klang komisch. Boah, klar. Hätte ich auch einfacher haben können. Aber sind nur noch 15 Meter, die laufe ich jetzt. Und da sind wir. Hook Motion Picture Studios. Yo. Nice. Hook Motion vor allem. Ja, ist gut. Geht's los? Wer glaubt denn noch an diesen U-Torn Bullshit? Das ich werd's nicht glauben. So, warte mal. Das scannen jetzt erstmal hier. Das sind ganz normale Passanten hier. Oder Mitarbeiter. Okay, da ist was Rotes. Gucken wir uns erstmal ein bisschen um. Ja, damit könnte ich die jetzt ausschalten. Brauche ich das eigentlich schon? Ha! Yo! Öffnen. Schwerden der Crew gehört, dass das Auto nicht so funktioniert, wie es eigentlich soll. Ah, warte, das würde ich auf jeden Fall probieren. Und zwar... Jetzt gehen die dahin. So, ausgeschalten. Mehr Gefahr sehe ich gerade nicht. Moment, denn hier unten, komme ich da dran? Komme ich nicht dran. Läuft. Okay, Leute, ich bin drin. Komme ich denn da hoch? Muss ich gar nicht. Komm auch hier rein. Oh, gefährlich. Verzieh dich lieber. Das war jetzt ein bisschen dumm. Kann er mal die Waffe ziehen? Nein, renn nicht weg! Die Zielperson feuert! Yo, sicher! Ich hab den voll getroffen! Ich war da drauf! Ah, Dorf! Und öffnen! Okay, Leute, ich bin drin. Oh, guck mal, die Tür ist auf. Ob das so günstig ist? Ich finde eh besser, das ist irgendwie cooler, von da oben reinzukommen.
Oh. Aber da war noch einer. Das war nicht so die... Komm schon! Keine Zivilisten! Joa! Alright. Ich muss das geschickter machen. Ich darf mich nicht erwischen lassen. Ich muss weg. Hui. Wann lassen die eigentlich von mir ab? Ich glaube, dass ich einfach nichts. Granate. Ah, verdammt. Komm, ich renn erstmal weg. So wird das doch nichts. Oh ja, das ist immer. Das wollte ich doch nicht. Mann, ich muss mich noch voll einspielen hier auf die Steuerung und so. Da werde ich wohl nicht überleben. Oben kommen die nächsten zwei schon. Bleiben Sie dran, nicht bloß zum Verdächtigen folgen gleich. Das ist auch. Hallo, sprinten. Boah, mit was hau ich ihn jetzt ab? Mit dem Pickup? Verdammt, wir verlieren ihn. Ab ins Studio. Aufs Studiogelände. Irgendwo kann ich mich doch hier verstecken.